Hallo meine Lieben, neues Jahr, neues Video und wir starten los mit einem besonders schnellen, einfachen und sehr schmackhaften Gericht. Wir brauchen Brokkoli, denn der spielt die Hauptrolle, außerdem noch Nudeln und zwar Penne. Hier habe ich Putenschinken und Rinderrauchfleisch, auch Pastrma genannt. Pastrma ist für viele Menschen vom Balkan nicht nur eine Art Speckersatz vom Rind, sondern auch ein hervorragender Aromalieferant. Rinderrauchfleisch von Brajlovic findet ihr in Österreich in den großen Supermärkten, zum Beispiel in der Balkanabteilung oder auch in den ethno- und türkischen Lebensmittelgeschäften. Außerdem braucht ihr Käse. Hier habe ich eine Mischung aus Mozzarella und Emmentaler, Knoblauchpaste oder Knoblauchzehen, Frischkäse und Sahne. Das war's auch schon. Kocht Salzwasser für die Nudeln auf und kümmert euch nebenbei auch gleich um den Brokkoli. Entfernt den Strunk und teilt den Brokkoli in Röschen auf. Den Strunk müsst ihr nicht wegwerfen, der eignet sich wunderbar zum Kochen von Gemüse oder Hühnerbrühe. Gebt den Brokkoli in einen Topf mit Wasser und kocht ihn bei mittlerer Hitze ungefähr 10 bis 15 Minuten lang. Nach dieser Zeit sollte der Brokkoli nicht ganz weich sein, sondern noch bissfest. Außerdem werden auch die Nudeln gekocht, bis sie al dente sind. Nebenbei schneidet ihr das Rinderrauchfleisch in kleine Stückchen. Im nächsten Schritt ist die Soße an der Reihe. Dafür vermischt ihr Knoblauchpaste und Frischkäse in einer Schüssel und fügt nach und nach die Sahne hinzu. Zum Würzen habe ich eine Prise Muskatnuss, eine Messerspitze Pfeffer und ungefähr einen halben Teelöffel Salz verwendet. Ihr solltet die Soße aber trotzdem abschmecken, denn beim Salzgehalt scheiden sich die Geister, wie man weiß. Befettet eine Auflaufform dieser Größe und gebt die Nudeln hinein und die anderen Zutaten, das Rinderrauchfleisch, Schinken und Brokkoliröschen. Vermischt die Zutaten gründlich miteinander und übergießt sie mit der vorbereiteten Soße. Darüber verteilt ihr eine Schicht Käse und jetzt darf euer Auflauf in den Ofen wandern bei 200 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 25 bis 30 Minuten. Sollte bei euch der Auflauf an der Oberfläche schnell dunkel werden, könnt ihr ihn mit Alufolie abdecken und einfach weiter backen. Nach dieser Zeit ist euer Auflauf an der Oberfläche knusprig und innen schön cremig. Ihr wisst ja, Brokkoli hat bei Kindern keinen besonders guten Ruf, aber ich sag euch, das ist eines der Gerichte, bei denen keine Portion bei uns übrig bleibt, also da essen sogar die Kinder mit. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, meinen Kanal abonniert und mich gerne auch auf Facebook, Instagram und Pinterest besucht. Viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal.